Ich bin Hinrich, ich bin 19 Jahre und mache eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ja, moin, ich bin Olli, ich bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ja, ich bin Lars, mache Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Schmallandtechnik. Wir haben einen MB-Trag 6570 mit der Fahrgestellnummer 03. Das ist der dritte, der vom Band gelaufen ist. Der soll den nachher komplett restauriert, super schnicke, vom Hof fahren. Das ist was Besonderes auf jeden Fall. Also sah direkt nach viel Arbeit aus. Die eine Tür war zugeschweißt, der Motor stand auf der Palette daneben. Also das ist schon sehr runtergekommen. Also man kann sehen, dass sie schon Macken hat und dass es auch ordentlich Arbeit sein wird. Weil der Rahmen hat ja einen ordentlichen Knick drin. Ich denke mal, der MB-Trag, der muss so ordentlich arbeiten. Bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen. Olli, wir müssen aufpassen, die Kabine, die ist nicht mehr fest, habe ich eben gesehen. Ja, wir wollen gleich erstmal die Kabine runternehmen. Also Motorhaube ab, Kabine runter. Dann wollen wir die Vorderachse rausnehmen, das Getriebe raus, dann kommt die Hinterachse. Schön mit Dynamik hier, Olli. Das ist so das leichte Teil, da kann man nochmal die Schrauben rausbauen, wenn es nicht will. Hier hat einer die Schraube vom Stoßdämpfer festgeschweißt, die müssen wir abflexen. Und dann, wenn es an den Rahmen geht, das ist dann schon gerne mal mit Schweißbrenner und Hitze. Da muss ordentlich was ran. Wir brennen jetzt einmal die Schrauben von der Hinterachse ab. Weil wir die mit dem Schlagschrauber nicht losbekommen. Ja, probieren wir mal, lieber. Ja, genau, das meinte ich. Ging an sich ganz gut, besser als ich gedacht hätte. Haben auf jeden Fall noch viel vor uns. Für den Zustand, da habe ich Schlimmeres erwartet. Einige Schrauben waren fest, aber ich denke mal, das ist alles machbar. Wir haben heute vor, das Getriebe auseinanderzunehmen, in Einzelteile zu zerlegen, dass es komplett ausgeschlachtet ist und dass wir daran die Schäden gutachten können und wissen, was wir brauchen. Erstmal eine Herausforderung, sich reinzudenken. Wie gehört das zusammen? Wie wird das zusammengeschraubt? Das ist ja alles reparierbar. Ne? Auch ein MB-Trag. Und da bin ich voller Zuversicht. Also das werden wir schon hinkriegen. Und wenn, dann können Sie ja immer noch fragen. Ne? Das Getriebe ist leer, die Teile liegen alle auf dem Tisch. Jetzt kann man sie einzeln also befunden und Ersatzteile bestellen. Ist ganz gut gelaufen soweit, keine Schrauben abgebrochen, nichts durchgenudelt, alles gut. Jetzt, wo man das macht, merkt man, wie viel Arbeit da überhaupt drin steckt, das zu restaurieren. Ich denke, das Zusammenschustern wird das Schwierigste von allen. Wir wollen heute das Kabinenunterteil mit dem Kabinenoberteil zusammensetzen. Das verschrauben und danach auf den MB-Trag aufsetzen. Quasi die Kabine einmal fest anschrauben und anbringen an den MB-Trag und teilweise anschließen. Beim Zusammenbau ist natürlich das Problem, man muss ganz penibel darauf achten, dass es alles hochwertig lackiert. Wir haben jetzt die ganzen Teile alle ausgebreitet, alle Teile sind lackiert. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass wir ja keinen Lackschaden irgendwo verursachen durch den Zusammenbau. Ich habe mich schon richtig gefreut hier. Jetzt sieht man mal wirklich optische Ergebnisse. Wir sind jetzt seit längerer Zeit dabei und machen immer nur Kleinigkeiten. Mal hier, mal da. Aber so richtig, dass man optisch richtig was schafft, das ist natürlich heute der Tag, wo das alles raufgesetzt wird, drangesetzt wird, die ganzen lackierten Teile. Das macht Spaß. Das sieht ganz gut aus. Jetzt mit dem Oberteil. Da macht das schon was her, wenn man jetzt hinguckt, ne? Wir hätten den Motor natürlich schon laufen, aber wenn er dann eingebaut ist und dann mal die erste Fahrt, das wird natürlich sehr interessant und geil. So, ich will jetzt mal einmal gucken, welches Kabel jetzt standlich ist und welches Blinker. Und von der Elektrik liegt noch nichts, das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Zündung anmache. Aber es leuchtet schon mal was, das ist nicht schlecht. Da, das Kabel ist unser Standlicht und dann wird das Blinker mit dem Blinker sein. Wir haben die Kabine jetzt drauf, das hat gut hingehauen. Der Pritschenrahmen ist jetzt drauf. Das ist schon was Tolles, dass endlich jetzt mal die Karosserie drauf und fast schon dieses fertige Fahrzeug vor ihm steht, so nach einem Dreivierteljahr. Naja, schwierig war ja erstmal der Anblick, da war man ja schon ein bisschen geschockt. Alles war vergammelt. Also
es war nichts zu gebrauchen. Man musste alles frei brennen und man konnte keine Schraube eigentlich normal lösen. In diesem gesamten Projekt haben wir weitestgehend selbstständig gearbeitet, Lars, Olli und ich. Man muss halt sich immer sehr doll reindenken. Es ist zwar anstrengend, aber wenn man dann alles versteht, wie das jetzt alles schaltet, macht es umso mehr Spaß. Gemacht haben wir das dann alles selber mit den Anleitungen dazu und den Werkzeugen, die wir hier haben. Das hat schon richtig Spaß gebracht, das alles selber zu machen und alles zu überholen. Also es war schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass da endlich fertig ist und auch läuft und so wie es sein soll. Es ist schon, finde ich, ein sehr erfüllendes Gefühl. Die Kahn kennen wir jetzt in- und auswendig. Vor allem den hier jetzt, den 6570. Das denke ich mal schon, wenn da einer kommt in die Werkstatt, da werden wir ihm auf jeden Fall weiterhelfen können. Ja, super. Also es war kein Gemurre, kein Rumgenöle. Die haben da voll mitgezogen, sind auch teilweise abends länger geblieben, weil es einfach nicht klappte, so wie sie es gedacht haben. Also Hut ab vor den drei Jungs. Wenn die auf dem freien Markt verfügbar wären, würde ich sofort einstellen. Aber zum Glück haben wir sie schon. Der M-Betrag in dem originalsten Zustand ist schon ein absolutes Highlight für unsere Besucher. Wir wollen Begegnungen schaffen zwischen Menschen, die sich für die großen Themen Natur, Mensch und vor allem eben natürlich auch Technik interessieren. Es wurde Historie wieder aufgearbeitet und junge Menschen haben sich damit befasst und etwas Großartiges geschaffen, was viele Generationen auch nach ihnen noch begeistern wird. Ist natürlich jetzt toll, den hier zu sehen im Museum. Das bringt schon Spaß, ja. Generell dieses Ganze, dass man das mal erzählen kann, der älteste RB-Trag, der so original ist, den haben wir zusammengebaut. Das ist natürlich eine Geschichte, die man gerne erzählt, ne? In jedem Detail ist irgendwo Handarbeit, auch Persönliches, wo man sich drüber freut, auf jeden Fall. Also ich würde anderen Azubis auf jeden Fall sowas wünschen, weil es ist eine Erfahrung wert. Das ist halt was jeder Azubi, finde ich, mal durchmachen sollte und erleben sollte. Ich finde das schon sehr toll, dass man jetzt hier das angucken kann und man weiß, das habe ich gemacht. Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Bisschen traurig, dass er nicht mehr bei uns steht. Aber an sich ist das eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl und auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, das bringt einen sehr viel weiter. Man sammelt richtig gute Erfahrungen, weil man auch allein und selbstständig arbeitet dran. Das ist einfach genial eigentlich. Dass der 003, der damals ein Werksvorführer war, dass der jetzt wieder an dem Platz steht, wo damals den Acker gepflügt hat, wo heute das Museum steht, das ist schon was Tolles. Der Kreis schließt sich, tolle Geschichte. Ich glaube, der MB-Trag hat sehr viele Fans. Und die meisten sind sehr traurig, dass es ihn aktuell nicht mehr neu zum Kaufen gibt. Wir haben die SAs, die Sonderausstattungen, so verbaut, wie sie zu dieser Zeit waren. Und wir sind bei ihm bei 98-99% Korrektheit. Ich bin absoluter Fan von diesen drei charismatischen jungen Männern. Ja, wenn man sie sieht, wenn man sie persönlich kennenlernt, es ist authentisch, es ist ehrlich, grundehrlich und grundauthentisch. Und das ist das Schöne dran. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.